So Leute, willkommen zurück. Ohne große Unterbrechung geht es jetzt in Folge 3 weiter. Wir haben jetzt gerade hier diese Ventile geöffnet, um diese Feuerwand wahrscheinlich zu löschen und haben damit natürlich das Tote zum Leben erweckt. Ne? Also unten wartet auf uns jetzt der erste Gegner schon. Und wir müssen uns dran vorbeischleichen. Der wird doch nicht hier hochkommen. Der kommt hier hoch. Der kommt da hoch. Hoffentlich macht er die Sachen nicht aus. Ich will jetzt nicht um die Ecke gucken. Oh, er ist weg. Oh, er läuft zurück. Oh, was ist das für ein Dude, Alter? Ich hoffe, dass die Feuerwand jetzt auch weg ist und... Ja, sie ist weg. Hoffentlich kommt er da nicht um die Ecke jetzt. Oh, geschafft. Oh, geschafft. Na? Oh, ey, okay. Was war das? Habe ich mir was umgeworfen? So. An den zukünftigen Leser. Hier ist etwas zu essen. Hoffentlich hilft es dir. Ja. Okay, ich denke, ja, danke, es hat uns geholfen. Was ist? Oh mein Gott. Ja. Ihr knarzt und kracht's und macht's und tut. Oh. Oh. Wollen wir mal die Tonne runterwerfen oder was? Tschüss. Naja, uns erschreckt erstmal nichts. Wir kommen ja von Da Young. Das haben wir als letztes gespielt. Da haben wir schlimmere Jumps gemacht wie das. Das war lächerlich. Lächerlich. Okay. Jetzt sind wir wieder hier drin, ne? Storage. Storage ist gut. Da kriegen wir bestimmt ein Maschinengewehr. Wenn Storage offen wäre, natürlich nicht. So eine Nagelpistole oder ein Maschinengewehr. Oh. Kommen wir da jetzt vorbei? Okay, ja. Ich war eigentlich im Grunde genommen wollte ich nur testen, ob man wirklich Schaden kriegt. Aber ja, wir haben Schaden gekriegt. Oh, guck mal, wie schön die eingetopft sind, die kleinen Pilzchen. Traumhaft. Restricted Area. Da fühlen wir uns doch gleich dazu berufen, da mal reinzugehen, ja? It seems I have been on the right track. My new refinement techniques have provided me with an incredible effect of restoration. Nee, restorative. Whatever that means. Ja. Er meint also, dass er auf der richtigen Spur ist mit seinen. Ja, hallo? Wir wollen hier vielleicht weiter? Kann. Hier geht's auch nicht weiter, ne? Okay. Alles klar. Da habt ihr uns wohl gefoolt. Wir müssen nämlich hier drüber, ne? Mir schon gedacht. Uns könnt ihr nicht so einfach reinlegen, gell? Können uns nicht so einfach reinlegen. Also.
Day 349. The communications are still out and we have yet to figure a way out of here. What will happen to us? Where the hell are we? Okay, die wissen immer noch nicht, wie sie rauskommen hier. Tag 350 fast. Alter Schlappes. Okay, wir drücken mal. So. Speicherung erledigt. Wir können hier auf jeden Fall nicht mehr zurück, glaube ich. Ne, zurück ist schlecht. Wir pressen den Button. Oh, and now? Oh! I think we have to jump it. No. Gut, wir haben eben gerade gespeichert. Wir können es auch ausprobieren. Ich bin mir nicht sicher. Probier's. Oh! Ich glaube nicht, dass es gut war. Hier rüber oder darüber? Oh. Ob das so geplant war, weiß ich nicht. Aber anders kannst du mir nicht vorstellen. Wow. Wir brauchen mal was zu essen hier. Wir haben auf die Backen gekriegt. Aber wir haben noch Kuh. Oh, nice. Okay, hier geht's auf jeden Fall nicht. Out of order, ja. Oh no. Okay, hier, das ist schon wieder so ein Ding. Da oben ist bestimmt Essen. Oder auch nicht. Wir gucken erstmal. Oh, hey, lass das mal. Das brauchen wir vielleicht noch. Wir gucken erstmal hier. Oh, nee. Oh. Gepinkelt. Naja, es muss auch mal sein. Das persönliche Bedürfnis muss auch befriedigt werden, ne? Auch wenn man nicht weiß, wo man ist. Zumindest mal eine Toilette gefunden. Warning. Keep hands clear from machinery. Okay. Ich weiß nicht, sollen wir erstmal hier oben gucken gehen, Leute? Wenn wir jetzt hier durchgehen? Wir gehen erstmal da hoch. Was soll's? Was kommt denn nicht mehr da hoch? Okay, geh erstmal hier hoch. Jetzt hier. Jawohl, nice. Jetzt hier. Und jetzt gucken wir mal hier. Genau, hau weg die Dinger. Wir bleiben erstmal oben, gucken mal. Aber der ganze Weg führt hier lang. Hier ist zu. Wenn wir hier... Weiß ich nicht, sind wir hier lang gekommen? Nein, wir sind nicht hier lang gekommen. Oh, das ist gerade ein bisschen verwirrend. Also wir können auf jeden Fall hier auch hoch und können dann darüber. Aber wir gehen erstmal da hinten gucken. Make auf die Tür. We're coming. Genau, hier kamen wir her. Hier kamen wir her. Genau, von hier. Da. Gucken wir mal hier hinten. Hier ist zu. Okay, wir... Hier ist nicht zu. Oh. Day 347. Leaving the coastal mine wasn't exactly an easy task. The road leading to an administration office that runs through the village is covered with a thick black corrosive liquid for a distance of 200 meters or more. Okay, also die haben versucht irgendwie die Mine zu verlassen
Und auf dieser Straße, wo es zu den ihren Chefs geht, oder die, wo dafür verantwortlich sind für das ganze Ding hier, ist eine riesen schwarze Flüssigkeit von über 200 Metern, die den Weg versperrt. Ja, hier geht's nicht lang. Alles klar, wir gehen wieder zurück. Dann müssen wir den Weg entlang, da bleibt nichts anderes übrig. Ja, dann können wir wenigstens direkt hier drauf springen. Wenn es geht. Wenn wir die umschmeißen, wäre blöd. Ach, es geht immer da drauf. Du hast das vorhin so schön gemacht. Er kann es nicht mehr. Er kann es einfach nicht mehr. Jetzt schmeißt das um. Wir sind geliefert. Jetzt können wir den ganzen Weg zurückgehen. Wir sind geliefert. Hier auf dem Balken, dann schafft das. Oh, Dude. Stell dir vor, das wäre noch runtergefallen jetzt. Oh. Dann wären wir. Also, ich sag's lieber nicht. Aber das wären wir gewesen. Definitiv. So, mach Platz, wir kommen jetzt hier rüber. Drücken einfach mal irgendeinen Knopf. Toll. Jetzt sind wir hier. Was, wenn wir hier drücken? Passiert nichts. Nur mal hier hinten erstmal noch. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Aber da ist ein Loch! Hab ich genau gesehen. Oh, und hier auch. Geht nicht. Gucken wir erstmal noch hier rein. Ah, ein Moment. Es kann natürlich sein, dass wir da hinten nicht weiterkommen. Wir müssen eh hier lang. Bevor wir den ganzen Weg wieder zurückrennen. Und dann sagen, oh, da ist ja zu alles. Gucken wir erstmal hier, weil, ja, ihr seht, zu. Hundefutter können wir noch abstauben. Ah, es war die richtige Entscheidung, nochmal hierher zu gehen. Weil, wo wir runtergesprungen sind, haben wir das gesehen, dass da zu war. Aber naja, die wollten halt, dass wir das nochmal checken, okay? Haben wir gemacht, weil wir einfach nette Leute sind. Was ist hier passiert? Irgendwas Gruseliges. Und das ist auch mal ein Ende? Ah, jetzt. Guck, guck. Dieser Blumeffekt erinnert mich so ein bisschen an Bioshock. Machen wir hier. Nikos is gone. The poor guy didn't stand a chance against the worker in the suit. Who is he? And why is he trying to kill us? Okay, dieser Typ, den wir vorhin, wo wir uns verstecken mussten von, der ist eigentlich oder ist dabei, die Leute hier zu killen. If we can make it to the labs, then we might have a chance of ever seeing the light of day again. Okay, die müssen es irgendwie zu den Laboren schaffen. Wenn, da gibt es anscheinend einen Ausgang. Oh. Ah, jetzt haben wir. Wir haben jetzt den Aufzug gerufen. Ist die Stelle hier. Ja, hier waren wir gewesen. Hier sind wir entlang gegangen dann. Hier mit dem Aufzug fahren wir jetzt hoch. Weil wir stinkefaul sind. Wir laufen noch nicht hier. Mach das Dinger zu jetzt. Fahr los. Ich hab keine Beine. Wird schon normal sein. Aber ich weiß nicht, was soll ich als Journalist hier?
Okay, was sollen wir hier? Oh, gespeichert. Okay, gut. Was sollen wir hier denn bitte untersuchen? Dass alle verschwunden sind? Wir wussten ja nicht mal, dass alle verschwunden sind, bevor wir selbst rausgefunden haben, dass alle verschwunden sind. Oh, nice. Ja, damit. Oh, was ist das? Wer hat denn hier gelegen? Hat hier einer gepennt oder was? Oh, die haben die Arbeit geschwänzt und haben hier gepennt da hinten dran. Oh, schlaue Kerlchen. Schlaue Kerlchen. Archives. Okay, das sind die Archive. Wir gucken erstmal rein, vielleicht. Natürlich nicht. Alles offen, außer die Archive. So. Wir sind hier und ihr seid da? Gut. Gut, 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 gut. Okay. Da hinten ist ein Knopf. Hier auch. Da geht nix. Hier auch nicht. That's the only chance we have. Okay. Then we have to go downstairs. Oh, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ja, da bleibt uns aber nur... Ich kann meine Beine nicht sehen. Es hört sich an, als ob ich meine Badelatschen an hätte. Oh, nice. No damage. No damage. Ihr könnt uns nichts. Langsam, langsam, langsam. Boah. Boah. Langsam. Bruno, langsam. Wir sollten am besten auf das Gitter springen, ja? Ja. Boah. Nice. Reiß zu. Okay. Das haben wir geschafft. Hier geht's auf jeden Fall nicht. Okay, wir müssen dahinter. Das ist schon krass. Jetzt so. Wisst ihr Bescheid? Caution advised. Warning. Keep hands clear from machinery. Protective equipment required in this area. Ich habe auch nichts dabei. Ich habe nichts dabei. Kein Helm, keine Arbeitsschuhe, habe nur Badelatschen an. Ich wollte eigentlich Urlaub machen gehen. Okay, das. Ein Rohr, da müssen wir rein. Hier war schon ewig keiner mehr durchgegangen. Die ist zu. Das Rohr ist auch zu, also Multiple Choice nicht. Das ist gut. Oh, da ist ein Schild. Danger. Oh. Oh. Da sind die ganzen Toten. Was haben die mit euch gemacht? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Gekillt und in die Pampe geworfen. Da müssen wir hoch. Oh, nee. Hier sind die ganzen Leichen. Oh je. Jetzt haben wir was zum Dokumentieren. Hey boy. Zeig dich uns mal. Oh, er ist schon wieder hier. Oh, nice. Und perfektes Timing. So. Gut. Okay, Leute. Das war's mit Folge 3 von Leeds Episode 1.
Wir haben wieder die 20 Minuten erreicht. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da und vielleicht ein Abo. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, Episode oder Folge 4 von Leeds Episode 1. Hört sich voll komisch an, ist aber so. In dem Sinne, Leute, haut rein, haltet die Ohren steif. Ciao.